Leclerc und Verstappen vor uns. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich nächste Runde wieder ein bisschen DRS kriege. Aber so ist auch in Ordnung. Und trotz dieses Gewusels, ne, sind die Platzierungen trotzdem gleich geblieben. Also jetzt hat sich wieder erholt. Ist zu schnell. Oh, Bottas ist jetzt vorbei. Was hinter uns wieder für ein Kampf ist. Okay, hier habe ich gerade komplett die Strecke vergessen. Komm schon, Vettel. Unsere Daten zeigen Abnutzungserscheinungen. Du hast sie wahrscheinlich schon bemerkt. Nee. Na, okay, ich habe sie bemerkt. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,2. Max ist an die Box gefahren. Max ist jetzt an der Box. Leclerc auch. Wir sammeln Führungskilometer. Gleich wird gekesselt. Mit den wunderschönen neuen Reifen. Oh, die Reifen sind echt am Arsch, du. Wie fahren wir drauf? 48? 47, ui. Aber war schon nicht schlecht geschätzt da vorne. Oh, ich hatte einen Gashänger. Und Vettel wieder hinter mir. Oh je, Mini, die Reifen knicken hardcore ein. Vettel, wo hast du Hamilton gelassen? Was ist da denn schon wieder passiert? Die Box von Ferrari kam aber spät raus. Los geht's. Muss an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Ja. Damit haben wir unsere Strategie. Wir haben schon angelutschte Reifen. Was ist denn da los? Reifen bis ins Ziel schaffen. Diese Reifen haben schon 5%. Warum krieg ich angelutschte Reifen? Das ist doch echt frech, ey. Wir haben keine freie Fahrt, ey. Wann geh ich denn jetzt auf den Extrapunkt? Das ist Bottas hinter uns und nicht Vettel. Vettel, was hast du mit Bottas gemacht? Wie kann das denn schon wieder sein?
Supermax hat zugeschlagen, okay. Ah, wir sind dran. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Die machen von hinten Druck. Die Schweine. Leicht driftendes Heck. Zieh, 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 zieh. Ich komme da doch noch vorbei. Ricciardo hat hart Reifen. Sehr gut. Reife Leistung. Ja, weil er vom Gas gegangen ist. War aber jetzt nicht so Honey Badger-like. Oder er dachte sich einfach so, lass den Irren fahren, der zersegelt sich eh gleich in der Kurve. Zersegelt. Gibt's das Wort? Ich habe keine Ahnung. Werte Dudes, wir erfinden auch Wörter. Holy shit! Motor aus! Motor aus! Wurde geteaboned. Oh, natürlich wieder mit einem Mercedes. Warte mal. Warum ist vor uns ein Williams? Ach ja, stimmt, weil wir Ricciardo überholt haben. Ich altes Goldfisch gehören, ey. Holy shit. I know. Ich triff schon wieder weg in der Kurve. Das ist ein Witz. Williams. Guten Abend. Und tschüss. Der hätte ich warten sollen. Ich wollte eigentlich innen rein, hat nicht so gut geklappt. Aber dafür bin ich jetzt in. Spiel ein bisschen Autoscooter. Auto ist noch heile, sehr gut.
So, Hülki. Auch mit harten Reifen unterwegs. Das ist ja ärgerlich. Wollen immer schon abwarten, ne? Wer zuletzt lacht. Der S gibt's noch nicht. Nächste Runde. Oh. Jetzt schon. Nein, Auto. Nicht im vierten Gang ausbrechen. Ha! Da geht hier auf die Bremse. Du Verrückter. Gas. Wie oft soll ich dich denn noch anstupsen? Warum kriege ich keine Verwarnung? Im fünften Gang will er quer und ich lasse es auch noch zu, weil ich... Oh nein, Dumpfbacken-Modus aktiviert. Ja, frag das Auto doch mal lieber. Kit, wie geht's dir? Nö, nicht so gut. Weggeknackt. Oh nein, Kimi. Hello. Oh, P4. Das ist doch schon gut. Oh, ich fahre jetzt meine ganze Runde auf Mager, um dann gleich genug zu haben für meinen ersten Versuch für die schnelle Runde. Nett. Ich meine, ich sehe ihn ja vor mir. So weit kann er nicht sein. Ich bin jetzt schon auf einer grünen Runde. Warum? Was passiert? Oh, hinter uns. Wohl. Ich warte noch eine Runde. Russell. Nicht der Russell. Die nächste Runde habe ich ihn auf der Geraden. Und jetzt mit Fett gemischt will ich ihn einfach im Mittelfeld irgendwo auflungern. Deshalb macht es jetzt keinen Sinn, die schnelle Runde zu beginnen. Die Reifen fühlen sich auch noch halbwegs gut an. Kann Russell da mal irgendwie abtransportiert werden? Das kann ich da nicht überholen.
auf Mara gestellt, ich Idiot. Wie lange steht denn der Russell noch da? Dass Charlie Whiting sehen würde. Ah, jetzt ist er weg. Man muss nur drohen. Rüber auf die Seite. Die erst haben wir auch noch abgreifen können. Nett. Tor, hammer dumm. Ich habe nichts gesehen, nichts gesehen. Das ist ein krasser Bildfehler gerade. Ha, da sind wir wieder. Wow. Achtung, Achtung. Nein. Ist jetzt nicht deren Ernst. Das ist jetzt echt nicht deren Ernst hier. Perez ist raus. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Was ein Quatsch, hier schon wieder passiert. Ha, okay. Oh nein, da steht vor der Ausgang Boxenstopp. Stand Ausgang Boxenstopp. Das haben wir natürlich kein DRS. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,4 Sekunden. So, wir beginnen einfach nochmal neu. Mein Controller ist jetzt ausgegangen und dadurch ja, wurde auch mein Headset abgekapselt. Es hat doch erst vor einer halben Stunde angefangen zu blinken. Warum ist er jetzt schon leer? Das ist doch verrückt. Ist einfach ein Scherz mit dieser Kurve. Holy shit, ist unser Auto eine Diva. Alter, wir hatten, oh nein, es läuft alles so miserabel gerade, weil unser ERS auch ausläuft. Hätte nicht gedacht, dass das noch passiert. Aber man hat gehört, so ERS niedrig, oh, Akku alle. Hat genau gehört, weil der Motor keine Lust mehr hat auf der Geraden.
errechnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Sie. So, wehe Hamilton. Keine Heme Hamilton. Ja, wie. Echt wieder. Ich befürchte, dass Hamilton gleich wieder kommen wird und sagen so: Wow, was für eine Kacknappenzeit. Die fahre ich auch dritter Gang only. Backlord ist vor uns. Und wir kriegen ihn nicht. Die Frage ist, warum ist er vor uns? Warum ist Butler da vorne? Was macht er da? Hat er das nicht verdient? Ich mag ihn nicht. Kriegen wir den noch? Nee, ne? Eher unwahrscheinlich. Fahrer vor mir. Butler liegt vor dir. Sie fahren mit alten Harbenreifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Die letzte Rundenzeit. Wie viel mache ich gut? Wie viel mache ich gut? 1,1. Du holst pro Runde etwa 6 Zehntel auf. Fuck, das wird nicht reichen. Butler und Leclerc können sich ruhig mal freundschaftlich einen kleinen Klaps geben. Hätte ich das so persönlich nichts gegen. Nein, böses Heck. Böses Heck. Ihr wisst gar nicht, wenn ich nicht rausgeschnitten habe, was ich zum Glück habe, weiß ich. Ich habe diese Kurve, wo ich mich rausgedreht habe und wir nochmal 3 drücken mussten. Ungelogen, es mindestens 5 oder 6 Mal bin ich da mit dem Heck gekommen. Ach, schade, das war P4. Vorhin, wo wir ganz der Dritter waren, vor unserem letzten Boxenstopp, wollte ich noch sagen, gut, so, die beiden kriegen wir vielleicht nicht mehr, aber Hauptsache so Dritter. Dritter werden wir noch easy schaffen, weil wir waren ja Dritter. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Aber dass ich es doch gesagt habe, weil ich mein Maul nicht halten kann. Naja, Vierter. Können wir. Ungefähr eine Runde über Plan ziehen. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2. Oh, ich hab. Alchemy. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,3 Sekunden. Tschüss, Kimi. Er kommt nochmal. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst.
Ah, oh, ein Vogelschwarm. Renne. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Wie Butler guckt, ich hasse diesen Jungen. Und ich weiß auch, warum ich nicht Dritter geworden bin. Ich habe zwischen Boxenstops kein Glas Milch getrunken. Das war natürlich sehr schlecht. Übrigens, ein spontaner Gedanke, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Vice City Cheatcode ist Panzer, um einen Panzer zu kriegen. Die heutige Leistung bedeutet für Max Verstappen die Spitzenposition in der Fahrerweltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Kimi Räikkönen ist mein heutiger Favorit. Da war nichts, das man als Angeberei auslegen könnte, nur eine unglaublich beständige Leistung auf der Strecke. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Wenn es bei RTL wieder 16 Rennunterbrechungen in einem Rennen gibt. Wie gesagt, dieser Y-City-Gedanke, der kam ja, also PC-Cheatcode, ne? Y-City-Panzer eingeben für den Panzer. So. Also manchmal kommen einfach so die unsinnigsten Gedanken durch den Kopf in verrückten Situationen. Es ist verrückt. Nun gut, Red Bull wiesen Zweiter in der Konstrukteursmeisterschaft. Fahrer-WM sind wir auch ein bisschen hochgestiegen. Von, keine Ahnung, auf den 8. Platz. Auf jeden Fall haben wir einen grünen Pfeil nach oben. Das heißt, naja. Oh, wir haben, weil ich sehe gerade, Lewis Hamilton ist runtergekommen und wir nach oben. Ich würde einfach mal behaupten, wir waren 10. Und da Kimi seine Position behalten hat, haben wir einfach mal getauscht mit Hamilton. Wir können offiziell sagen, besser als Hamilton. Aber nicht besser als Mercedes, weil Bottas ist ja noch vor uns. Und die Ferraris. Ferrari! Nun gut. Wir holen uns noch mal ein bisschen Wiederholungs-Action ein. Eigentlich recht gut reagiert von uns, oder? Vettel hat ein bisschen spät reagiert. Und Hamilton macht sich direkt den Vettel streitig. Aber Vettel kämpft zurück. Ah. Es sieht schon gut aus, ne? Man könnte sich echt die Replay angucken und denkt sich, ey, was eine geile Action. Man könnte auch sagen, hier, guckt euch mal krasse Replay von der Pro League oder der E-Sport Serie von Formel 1 und man zeigt einfach diese Replay und zeigt, wie die KI gegeneinander fightet. Es würde keinem auffallen, dass es eine KI ist. Oh, die Szene habe ich ja komplett vergessen. The Big One. Er sticht da einfach rein, so. Und ich war ja schon auf dem Weg rein, nach rechts zu fahren, weil sowas vermutet man ja nicht, dass... Wer ist das? Ich würde einfach mal sagen, es ist Bottas, ne? Es müsste Bottas sein. Ja, guck mal. Ich habe da schon zu und er sticht da noch mega spät rein. Und sein Frontflügel backt sich in unser Hinterreifen rein. Ja, das sieht ja elegant aus. Und dann, ja. Und dann wurde er einfach mal ein bisschen quer gefahren. Dann muss ich noch die Position an Bottas zurückgeben. Komplett unsinnig. Er ist hinter mir, rammt mich weg und dann sagt das Spiel, du bist schuld. Bottas hat sich die Position, der Bottas musst du vorlassen.
Was ist das denn? So, das war echt frech. So, was kommt denn noch? Haben wir denn schon eine obligatorische Zeitlupenszene gesehen? Oh ja, hier. Aim for the Pillar. At its best. Miau. Wieder war komplett perfekt mittig erwischt. Gibt's hier eine Zeitlupe? Nee, ne? Es gibt doch so YouTube-Formate, ne? Oder Bilder bei Reddit mit hier. Bilder few seconds before the crash oder so. Und dann sieht man einfach dieses Bild. Ja, gut. Now you fucked up. Und bums. Weg mit dem Pöller. Oh, da haben wir noch den Haas gemördert, ne? Oh ja, aber nicht gut. Der hat sich, glaube ich, weggedreht. Ja, der ist weggedreht. Sorry. Muss heutzutage reichen. Einfach sorry. Wenn die Bildzeitung irgendwie eine falsche Frau als tot auf die Titelbilder druckt, obwohl sie noch lebt. So. Heutzutage reicht ein einfaches, ja, Entschuldigung, Versehen, passiert. Übrigens, beim Startbereich, da diese Dachkonstruktion, wo diese 2019 draufhängen, da kann man hin. Das ist hier der Social Media Bereich, der Presseleute. Da oben hängen die Presseleute und berichten über das Rennen. Echt krass. Sieht zwar innen drin hammerlangweilig aus. Aber von außen und dass man da hin kann, das ist schon cool. Da, die Zeitlupenaufnahme. Wir haben einfach ein tolles Helmdesign. Irgendwie, was ein bisschen schade ist, was wirklich ein bisschen fehlt bei den Helmdesigns, die Sponsoren. Weil ich kenn's ja noch von Dirt 4. Dass man noch seine Sponsoren aussuchen konnte und auf den Fahrzeug drauf positionieren konnte, wo man will. Das also nicht exakt, wo man will. Es gab zwar schon vordefinierte Stellen, aber konnte entscheiden, da oder da nicht. Oder hier mache ich zwei, hier da gar keinen. Aber ich will nochmal schnell wieder von der normalen Wiederholung anschauen. Obwohl, nee, das brauchen wir gar nicht. Wir haben ja gesehen, dass das Bottas schuld war und das Spiel einfach fucking ungerecht ist. Nun gut. Haben wir jetzt eigentlich wieder so ein Donnerstags-Event? Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nein! Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Welche denn? Achso, ja, das stimmt, da gab es schon ein paar. Die ungleiche Energiezufuhr? Nein. Fehlender Abtrieb? Nein. Nein. Alles Kacke. Nö, sag ich nix. Devin war im heutigen Rennen viel besser als im Qualifying. Hatten Sie das erwartet? Ihn darf man nicht abschreiben. Schon gar nicht mit... Ja, ja komm. Ja, Ruf gestiegen, wo auch immer. Das war ein sehr knappes Rennen mit Ihrem alten Formel-2-Rivalen. Ich hab ihn noch nicht mal gesehen. Er ist in starkem Wettbewerb, oder? Er liefert immer einen guten Kampf. Und ich freue mich immer, diesen zu gewinnen. So schnell sich unser Auto entwickelt, wird er nicht mehr lange... Ja, positiv. Ja. Es geht voran bei Red Bull. Klasse, das war dann alles. So, kriegen wir noch so ein Special Event? Oh Gott, ich muss gähnen. Hellwach. Hallo Blackscreen, gehen Sie bitte. Oh, ich habe gerade rüber geguckt zu meinem Glas Milch. Es ist leer. Trauriger Tag für einen Lando Norris. So, Rivalität gegen Charles haben wir verloren und gegen Vettel, war? Gegen Vettel leider schon, gegen Verstappen. Obwohl wir overall wieder gewonnen haben. Und, ach ja, wir haben noch unseren Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, oder? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, den müssten wir haben.
Nun gut, so drückt einer X. Ah, gib mir die Points. Saubere Runden in Prozent. 96% saubere Runden. 4% waren Kacke. Eigentlich ein recht guter Wert. Ich habe da nie drauf geachtet, was da sonst überstand, aber 96, ich bin positiv begeistert. Und 1500 Ressourcenpunkte. Der Ruf ordentlich bei, ist ordentlich bei Red Bull gestiegen. Veteran. Nicht so sehr, aber er steigt. Hey! Was haben wir denn hier? Checkpoint-Herausforderung. Aserbaidschan, 76er Ferrari. Also, das Mobil von Niki Lauda. Oh nein, warte mal. Den bin ich in Assetto Corsa gefahren. In der zukünftigen Gegenwart, in der zukünftigen Vergangenheitsstrecke Sanford. Ja, wäre ja schon ein bisschen bitter, wenn wir das schon nochmal fahren. Aber Renault hatten wir auch schon. Renault und Russland, das hatten wir schon. Also, ohne Scheiß, ich wär dafür. Also, mein Vorschlag wäre, wenn wir einfach nichts davon machen. Weil das hatten wir letztens erst in Assetto Corsa. Und das sind wir schon gefahren. Also, ich wäre dafür, dass wir nächstes Rennwochenende, also, ne, das jetzt überspringen und hoffen, dass wir dafür dann nächstes Mal eine Herausforderung kriegen. Gut, das ist wirklich wieder komplett uninteressanter, ja, Manuskript. Sagt das heutzutage noch jemand oder ist das Wort schon seit dem alten Ägypten out? So, aber wie gesagt, jetzt geht's in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich wollte ja ursprünglich mal Getriebe wieder ein bisschen hochskillen. Aber ich habe ja mal hier was gesehen hier ein ultimativer Upgrade. Wir haben ja klein und groß, ne? Klein eine Woche, groß zwei Wochen und hier vier Wochen. Und das dient dazu, dass wir mehr ERS rückgewinnen. Und ich habe hier schon Bock, das einzusetzen, weil es ultimativ ist. Und ich weiß, gut, hier haben wir auch ultimativ, aber ich sehe hier keine Verbesserung. Ich kann den Text dann nochmal vorlesen. Achtung, nee, falscher Text. Hier. Der Ladeluftkühler kann gedreht und daher tiefer in den Seitenkasten gesetzt werden, ohne den Luftfluss in selbigem zu beeinträchtigen. Also, ich sehe nur, es ist tiefer drin. Aber gut, Luftfluss, also hier, also klar geschrieben, was das besser macht, ist es nicht. Aber ich würde einfach mal schätzen, wir haben weniger Luftwiderstand, was uns auf der Geraden schneller machen würde. Ha. Aber ich würde auch schon fast sagen, wir buttern was in die Reifen rein. Komm, wir buttern was in die Reifen rein. Es ist runtergesetzt. Und wie mein Vater im Internet, mache ich jetzt dasselbe. Alles, was runtergesetzt ist, wird gekauft, ob unnötig oder sinnvoll. Ob unnötig oder noch unnötiger, wird gekauft. Kameras, Taschenlampe aus China, wird gekauft. 2 Euro, easy. Nun gut, anderes Thema. So, dann können wir noch, oh, da haben wir zu wenig Punkte. Genau, stimmt, das hat ja 1190 gekostet, ne? Das war ja so elendig teuer. Gut, dann lassen wir es. Können wir sonst noch was ausgeben? Komm, ich habe Geld, es muss raus, was wird uns eigentlich empfohlen? Was kann das denn? Eine Verbesserung erhöht Druck und Temperatur im Inneren der Bremskammer, wodurch die Treibstoffverbrennung effizienter abläuft. Effizienter, das heißt wiederum weniger Treibstoff und gleicher Output. Oder wir gucken nochmal, was hier so abgeht. Weil ich habe eigentlich nicht so Bock auf so ein ausbrechendes Heck. Ihr habt es ja gesehen, dafür bin ich wirklich sehr anfällig. Warte mal, ein neudesigntes Diffusor ist immer hinten am Fahrzeug, deshalb rein damit. So, das war es jetzt auch schon mit dem sinnlosen Reingebuttere an Teilen. So, groß und klein in Spanien und in Aserbaidschan. Und Aserbaidschan ist es jetzt eigentlich nicht so wichtig mit unserem Reifen-Upgrade, weil es ist jetzt nicht so die reifenfressende Strecke. Höchstens der letzte Kurvengeschlängel im letzten Sektor.
Also zur Start- und Ziellinie, aber sonst sind die Kurven eigentlich schonend. Egal, wir haben es ja jetzt. Wir haben es ja jetzt rückgängig gemacht, kann es nicht mehr. Und holy shit, wir hauen gerade richtig ab vor Ferrari, weil Ferrari gefühlt gar kein Team außer Mercedes will so richtig upgraden. Alle haben so ein bisschen keine Lust. Aber na gut, egal, Leute. Es wäre nett, wie gesagt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr hiervon was sehen wollt. Weil sonst würde ich sagen, überspringen wir den Bums, weil das hatten wir eigentlich quasi beide schon. Aber na gut, Leute, jetzt aber. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt gerne eine positive Bewertung und ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.